Oh Gott, ey. Steve, ich glaube, wir schalten weiter. Wir haben den ersten Outtake. Oder die ersten fünf. Also ich feiere das. Was meinst du, was er macht? Guck ihn dir an. Er plant. Er ist auf der Lauer. Irgendwas, ich glaube, fast schon auf der Mauer. Ja, Dwayne, da hast du recht. Ich frage mich ja, was er machen wird. Guck ihn dir an. Was ich sagen wollte, war Pirsch. Ich glaube, er ist auf der Pirsch. Das letzte Mal, als jemand auf der Pirsch war, das ist nicht gut ausgegangen, Steve. Ich glaube, das wird dich noch zuspitzen. Sollen wir einen Eistee trinken? Wir haben hier kleine technische Probleme. Wir haben aber noch ein Videoband, das können wir gleich mal einspielen. Und dann kommt noch mal Werbung. Oh, guck dir das an. Souverän, souverän, wie sie das machen. Er ist das... Wie heißt das Gerät? Diabolo. Er ist das Diabolo. Er ist es. Wenn du mich fragst, das ist aus Plastik. Ich glaube, da kriegt man Bauchschmerzen. Oh, guck mal hier, wie präzise da mit dem Spatenstich direkt. Nein, nein, ich finde auch die Farbwahl ist nicht schlecht getroffen. Die Farbwahl ist perfekt. Also da hat er sich wirklich gut vorbereitet. Aber siehst du das? Der Korb wird langsam leer. Der Korb wird... Oh ja, da haben sie jetzt wirklich demnächst ein Problem. Wenn der Korb leer wird, wo kriegen sie Nachschub her? Also ich sehe nichts. Was kann man da machen? Wahrscheinlich. Aber schau doch mal, professionell, wie er da wirklich präzise in das Loch, und es ist ein Handgriff und er hat es direkt drin. Ich habe was gesehen. Was da vorne sind noch Blumen. Da vorne sind noch Blumen? Ja, in dem Beet. Ja, vielleicht. Die könnte man im Zweifelsfall noch holen. Ja. Du bist so wie schlecht geworben hat, habe ich das Gefühl. Zu gut geworben. Oh, da, schau, erste Schaulustige kommen ins Bild. Handspiel, eindeutiges Handspiel. Habt ihr das gesehen? Ich höre gerade, er hätte sich fast das Diabolo ins Gesicht gehauen. Das höre ich gerade auch. Wir hören ja dasselbe wegen der Regie, die auf unseren Ohren ist. Was du nicht sagst, Steve. Ich sehe gerade, mein Ohrhörer ist nicht ganz auf. Regie meint einfach weitermachen mit. Mit was? Ja, was haben Sie gesagt? Sie haben gefragt, wo geht's hier zur Post? Ob es hier eine Post gibt. Das sind die. Oh Gott, Alter. Ich glaube, wir sollten uns das etwas aus der Nähe ansehen, was da vorne passiert. Möglicherweise können wir schwenken. Wir sind in 5 Minuten wieder bei Ihnen. Bleiben Sie dran. Wir haben übrigens immer noch das Seil um. So, ich geh jetzt eine rauchen. Eieiei, jetzt macht er den springenden Hüpfer. Das ist der springende Reiter, Steve. Ach, der springende Reiter, Entschuldigung. Oh, und ein wieder. Das war fatal. Ich glaube, das wird sich auf die Wertung ausschlagen. Ja. Oh, wo bringt sie jetzt wo bringt sie das jetzt hin? So viel zum Bälle zu spielen. Ja. Ich feiere es des Todes. Du musst dich irgendwie ein bisschen routinieren. Ja. Ich finde Dinge zu lustig. Ja, und sonst so bei dir? Was hast du gestern so gemacht? Gestern habe ich die E-Sports kommentiert. Justice League. Mhm. Mhm. Ich habe gestern schon mal den Text für Video Days durchgenommen. Ja. Ja. Sowas wie, hallo YouTube! Oh, was macht sie jetzt? Guck mal, was. Oh, drei auf einmal, ob sie das schafft. Der obere kippelt. Der große Weimarer Pommes-Ess-Wettbewerb. Und es geht in die zweite Runde. Wie viel haben wir schon versagt? Wie viel Mayonnaise passt noch in diesen Körper rein? Wir warten gespannt. Ich höre gerade, 3/4 sind schon weg. Die Teilnehmer sind langsam, aber sicher auf dem Weg an ihre Grenzen zu stoßen. Man sieht hier schon. Aber das ist wichtig, das habe ich gehört bei Pommes-Essen. Man muss wirklich darauf achten, dass man langsam anfängt. Und dann am Ende musst du reinpushen. Am Anfang kauft man viel, weil man Hunger hat. Aber am Ende denkt man, was habe ich getan? Und ich glaube, das ist gerade der Fall. So, und das ist er auch.
auch. Der erste offizielle Jack Sparrow Verkleidungskontest. Sehr auf jeden Fall die Rüschen stimmen. Ja, sind auch sehr gut ausgearbeitet. Sie hat wirklich auch gut Akzente gesetzt, muss ich sagen. Mit diesem goldenen Rand rundherum. Das ist wirklich gut gemacht. Da ihre Kontrahentin allerdings... Sie wird ein bisschen schüchtern. Sie muss sich ein bisschen mehr preisgeben, finde ich. Das ist richtig. Vielleicht sollte sie einmal posen, weil es gehört ja auch eine gewisse Performance dazu. Es ist ja, das Kostüm ist nicht alles. Man muss ja auch die Rolle leben quasi. Ja, man muss ja eins sagen. Sie hat nichts zu verbergen. Das stimmt. Und ich finde, da sind auf jeden Fall zwei gleich auf. Ja, es ist eine Verberg- und Talfahrt. Mhm. Der Gefühle eine Verberg- und Talfahrt, der... Ja, danke, das wollte ich gerade sagen, aber ich denke, da bist du mir zuvor gekommen. Ja, da habe ich dir ein kleines Schnippchen geschlagen. Aber ich spüre das, ich glaube da an Schärfe. Ich glaube, da ist auf jeden Fall Schärfe vorhanden. Wenn auch kein Curry. Das ist professionell, das ist professionell. Mit Gabel lässt seinen Gegner hier wirklich lächerlich aussehen, wenn er mit Gabel ist und nicht mit Fingern. Das ist wirklich auch eine wirklich außerordentliche Leistung, die so in Pommes... Bei 79 hat schon jemand mit bloßen Händen ein Zehnerteam mit Gabeln besiegen können, aber das ist ein... Und ein Gruß ins Publikum hier von den Kandidaten. Sehr gut. Oh, da gähnt er. Das ist eindeutig eine Geste des Spottes zu seinem Kontrahenten. Da, er kann das direkt zurückschmettern mit einem wundervollen Move. Oh, jetzt gibt er nochmal alles. Er weiß genau, hier geht es nicht um die Wurst, es geht um den ganzen Grill. Wenn ich sogar den ganzen Oberschenkel. Guck doch mal hier. Das Schmetterlingsmuster ist gerade ganz hinten abgeschlagen, aber ich glaube, sie kann es noch schaffen. Sie hat jetzt spätestens den Kampfeswillen. Sie hat den Kampfeswillen, Bob. Spätestens bei den... okay, reicht mal. Hey, wollt ihr den Schluck immer blau? Nein.